Berlin, November 68. Aufruhr in den Straßen. Eine kritische Jugend rebelliert gegen den Staat ihrer Väter. Hermetisch abgeriegelt tagt hier die CDU unter Vorsitz von Kanzler Kiesinger. Mit einem geliehenen Presseausweis gelingt es einer jungen Frau, sich dennoch Zutritt zum Parteitag zu verschaffen. Zielsicher geht sie auf den Vorstandstisch zu, schreit Nazi, Kiesinger, abtreten und verpasst dem Kanzler eine Ohrfeige. Der Handstreich macht Beate Klaasfeld schlagartig bekannt und den Kanzler zur Symbolfigur im Generationenstreit. Staatsmann in bewegter Zeit. Studenten laufen Sturm. Gegen den Vietnamkrieg. Und die bürgerliche Gesellschaft. Der aufgeklärte Regent in Amt und Würde. Eine ferne Welt für die Kinder des Wohlstands, die nach neuen Lebensformen suchen. Sie begehren auf gegen Tugenden und Traditionen einer anderen Generation. Provozieren die Auseinandersetzung mit einer verdrängten Vergangenheit. Ein Kanzler mit Vergangenheit ist für die Protestbewegung willkommenes Feindbild. Deren Galionsfigur seit ihrer Attacke diese Frau ist, Beate Klaasfeld. Was sie hier getrieben hat und was sie sonst treibt, das steht in Verbindung mit jenen Radaugruppen, die wir in dem letzten Jahr in Deutschland an unseren Universitätsstädten und sonst wo erlebt haben. Dort treibt sie sich überall herum, bewaffnet mit Material, das aus östlichen Quellen gespeist wird. Verfolgungswahn, dagegen steht Verfolgungsdrang. Ich glaube, ich habe für viele stellvertretend gehandelt. Und diese Aktion musste ja sein. Es musste ja die Ohrfeige der jungen Generation gegen die Nazi-Generation sein. Der empörte Kanzler fühlt sich zu Unrecht getroffen. Das hat ihn gekränkt. Und es gab ja viele Leute, die aus Unkenntnis oder Dummheit, Unerfahrenheit in die Partei gegangen sind. Aber ihm hat man ja immer was anhängen wollen, dass er also böse Sachen getrieben hat. Und das hat ihn erschüttert und tief gekränkt, gar keine Frage. Ich glaube, man würde an Kiesinger überhaupt nicht mehr denken, wenn nicht Beate Klaasfeld ihn geohrfeigt hätte. Eigentlich hat er Glück gehabt. Dadurch ist er wirklich in die Geschichte eingegangen. Ne? Kurt Georg Kiesinger, ein verkannter Kanzler? Ich glaube nicht, dass bisher die Geschichtsschreibung in Deutschland mit dem Kanzler Kiesinger und seiner Regierung der Großen Koalition sehr gerecht umgegangen ist. Ich persönlich halte diese Zeit für eine der wesentlichsten, interessantesten und auch positivsten Regierungszeiten, die es gegeben hat. Eine Zeit des Umbruchs. Den Deutschen geht es so gut wie selten zuvor. Wohlstand weckt den Wunsch nach Wandel. Die biedere Ära der Aufbaujahre hat sich überlebt. Das Land verändert sein Gesicht. Besonders die Jungen suchen den Ausbruch aus einer Welt, die für sie von gestern ist, samt ihren Repräsentanten. Der war von uns so weit weg wie der Mond. Er war einfach eine Figur, natürlich braun gefleckt, aber wie aus dem anderen Jahrhundert. 68, Zeit der festgefügten Feindbilder. 68 war eine Bewegung, die sich einbildete, es in Deutschland mit einem postfaschistischen Staat und mit einer nahezu faschistischen oder halbfaschistischen Gesellschaft zu tun zu haben. Dies war purer Unsinn.
Die Geburt des Staates Bundesrepublik ist auch Geburtsstunde für Kiesingers politische Karriere. 1949 zieht er für die CDU in den ersten Bundestag ein. Der Novize macht bald von sich reden, als Adenauers Fachmann für Außenpolitik. Wir wählen die Freiheit! Und als sein Parlamentsdegen in den großen Debatten der Nachkriegszeit. Dank seines Redetalents, das Kiesinger den Spitznamen König Silberzunge einträgt. Adenauer hat ihn so ein bisschen benutzt in seiner Zeit als Starredner auf wichtigen Diskussionen im Bundestag. Aber er hat ihn so in der zweiten Hand gehalten. Zwar nimmt der Alte den Gefolgsmann 1955 mit auf seine legendäre Reise nach Moskau als Zeichen seiner Anerkennung. Aber wenn es um Regierungsämter geht, bleibt Kiesinger stets Randfigur. Ich glaube, dass sein Weggang aus Bonn nach Stuttgart sicherlich damit zu tun hatte, dass er von Konrad Adenauer die ganzen Jahre über nie berücksichtigt wurde für einen Ministerposten. Ich glaube, das hat ihm bei aller Loyalität gegenüber Konrad Adenauer natürlich schon geschmerzt. Umzug in die Stuttgarter Staatskanzlei 1958. Hier darf Kiesinger regieren. Als Landesvater in der Heimat seiner Väter und auf seine Weise. Stilvoll, glanzvoll und kulturbeflissen. Er hat immer auch die Auffassung vertreten, dass der Staat Staat machen muss bei geeigneten Gelegenheiten. Und er wollte natürlich auch die bedeutenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft, aus Kultur, aus der Kunst zusammenbringen, sozusagen an seinen Hof bringen. Ein Landesfürst im Wartestand. Ein außergewöhnliches Leben habe ich mir gewünscht, habe ich vorausgesehen und ich wusste auch, dass ich es haben würde. Die Gelegenheit ist da, als Kanzler Erhard Ende 66 seinen Amtssessel räumen muss, weil die christlich-liberale Koalition zerbricht. Im Diadochenkampf um Erhards Nachfolge tritt Kiesinger gegen drei Parteifreunde an. Eugen Gerstenmaier, Gerhard Schröder, Rainer Barzel. Wir Bonner, wie es hieß, wir waren ja alle zerkratzt, angekratzt, angeschlagen, etwas diminuiert durch die vielen Streitigkeiten, die es da gab. Und er kam dann eben so als ein strahlender Erinnerungsposten und als jemand, der schon gezeigt hat, dass er regieren kann in Baden-Württemberg und der in Bonn als ein großer Redner und Außenpolitiker in Erinnerung war. Das war eine ernsthafte Kandidatur. Dank eines findenreichen Kanzlermachers, der im Gegenzug seine Rückkehr in die Bundespolitik anstrebt. Strauß damals eine beinahe bayerische Bauernbühnenart den Barzel ausgetrickst. Er ist zum Barzel gegangen und hat gesagt, ich wähle dich. Und Barzel hat geglaubt, das bedeutet, die CSU-Bundestagsgruppe wählt ihn. Und es kam eben hinzu, dass Franz Josef Strauß zwar neben mir saß und meinen Namen auf den Zettel schrieb, aber die CSU kontrolliert wurde, dass sie einen anderen Namen schrieb, nämlich Kiesinger. Es ist eine Dankesschuld, die ich abzutragen habe, denn es war die Christlich-Soziale Union, die ganz wesentlich zu der Entscheidung in der Gesamtfraktion in Bonn beigetragen hat. Doch in der Stunde des Triumphs wird der Kanzlerkandidat von seiner Vergangenheit eingeholt. Kiesingers Rolle im Dritten Reich entfacht ein Kreuzfeuer der Kritik. Der Hinweis stammt aus den eigenen Reihen. Es war ein Thema, das in die Koalitionsverhandlungen eingespielt wurde, um möglicherweise den Kandidaten Kiesinger aus dem Rennen zu werfen. Willkommene Munition für die DDR-Propaganda. In einer internationalen Pressekonferenz enthüllte Professor Albert Norden, der neue Kanzlerkandidat der CDU-CSU war ein führender Mann im Propagandaapparat Hitlers. Die Wirklichkeit hat mehrere Seiten. Januar 33, Berlin. Die Feinde der Republik feiern ihren Triumph. Deutschland, Deutschland, Deutschland,
Als Hitler die Macht im Staat erhält, lassen sich viele Deutsche vom Sog der neuen Zeit mitreißen. Auch der Jurastudent Kiesinger wird Mitglied in Hitlers Partei. Ich bin eingetreten in der, natürlich nachträglich muss man das sagen, naiven Überzeugung, man kann da drin die nationalen Kräfte gegen die nationalsozialistischen ausspielen. Ein Trugbild in der Wirklichkeit der Diktatur. Kiesinger bleibt in der Partei, doch mit wachsendem Unbehagen. Mit Jurakursen für Studenten finanziert der Familienvater seine Existenz, bis der Krieg beginnt. Als der Sturm losbricht, eröffnet sich für Kiesinger ein Ausweg mit Hilfe eines seiner Studenten. Wahrscheinlich froh, dass er nicht an die Front musste. Wer wollte denn gerne schießen und erschossen werden? Wir jungen Kerle waren so verrückt, großenteils. Aber das war ja doch schon ein erfahrener Mann. Der war froh, dass er stattdessen die Dienstverpflichtung im Auswärtigen Amt haben konnte. Im Haus des Rundfunks will das Auswärtige Amt weiter Regie führen über das, was ins Ausland gesendet wird. Aus dem Hauptquartier von einem Führer macht das Oberkommando der Wehrmacht das folgende bekannt. Nun, da Propaganda eine Waffe des Krieges ist. Die Rundfunkstelle des Außenamtes kann einen juristisch versierten Verhandlungsführer wie Kiesinger gut brauchen. Im Ämterkrieg gegen die Übermacht der Goebbels-Behörde. Meist dreht sich der Streit um die Machart der Auslandspropaganda. Der Vermittler setzt sich nach Möglichkeit für Mäßigung ein, aber er sitzt am kürzeren Hebel. Dennoch steigt Kiesinger bald auf zum Vizechef der Rundfunkabteilung, stets darauf bedacht, sich nicht allzu weit aus der Deckung zu wagen. Er hat also es gut verstanden, sich, sag mal, durchzuschlängeln, nicht? Er war also sehr gewandt und redegewandt und er hat es immer gut verstanden, aus den ernsten Situationen herauszukommen, das Beste daraus zu machen. Auch im täglichen Umgang mit Goebbels Propagandaministerium. Und dann sagte er, ein guter Rat, sprechen Sie mit den Kerlen in deren Sprache. Sie müssen versuchen, diesen Eiertanz aufzuführen, denn das ist die einzige Sprache, die die kennen, diesen Eiertanz aufzuführen, den ich jeden Tag im Amt aufzuführen habe. Früher als andere erkennt Kiesinger die Aussichtslosigkeit des Krieges. Als das Reich in Trümmern liegt, wird er von einem Kollegen denunziert, weil er sich gegen antijüdische Aktionen wende. In der Endphase des Krieges bleibt der Vorwurf ohne Folgen. Doch als die Anzeige im November 66 überraschend im Archiv auftaucht, wird dieser Satz zum Freibrief für die Kanzlerwahl. Doch die Kritik will nicht verstummen. Ich habe auch einen offenen Brief an Kiesinger geschrieben und habe ihn gebeten, davon Abstand zu nehmen. Weil ich der Meinung war und immer noch bin, dass jemand, der während der Zeit des Nationalsozialismus in bedeutender und verantwortlicher Position als Parteimitglied tätig gewesen ist, nicht Bundeskanzler werden konnte. Leider, aber man muss... Der Zeitgeist liebt die Überzeichnung. Eine solche Nation hat einen starken Mann verdient. Einen bewussten Deutsch mit deutscher Vergangenheit. Und einer durch inneren Widerstand gereinigten Weste. Kurz einen guten Deutschen. Einen von uns. Einen wie wir. Ich habe ihm damals gesagt, es wird natürlich öffentliche Diskussionen geben. Aber wenn er die Große Koalition eingeht mit den Emigranten Willy Brandt und Herbert Wehner, dann wird das abebben, dann wird das als eine integrierende Situation empfunden werden. Versöhnung oder Taktik? Mit den Stimmen der SPD wird Kiesinger Kanzler einer großen Koalition. Während SPD-Chef Willy Brandt sich eher widerwillig in die Rolle des Juniorpartners fügt, hat SPD-Stratege Herbert Wehner sein Etappenziel erreicht. Erstmal mitregieren. Im Zeichen einer Flaute, die das Wirtschaftswunderland als Krise empfindet. Zechen stehen still im Ruhrgebiet.
600.000 Arbeitslose. Zulauf für die Rechtsextremen. Pensum für das Zweckbündnis. Dass Wehner seinem Fernziel näher bringt. Regierungsfähigkeit beweisen, um den Kanzler dereinst selbst zu stellen. Bis dahin pflegt er die Allianz mit dem Amtsinhaber der Union. Sein Einfluss auf Kiesinger war sehr, sehr stark. Kiesinger hat sich in gewisser Hinsicht als lenkbar durch Herbert Wehner erwiesen. Kiesinger bewunderte Wehner bei allem Misstrauen, das er auch gehabt haben muss, und hat sich in eine merkwürdige innere Abhängigkeit von Wehner begeben gehabt. Es gibt einen, der zu dir hält, dam, 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 dam. Nächtlicher Besuch im Kanzlerbungalow. Rotweinselige Zwiegespräche lösen die Spannungen der Zusammenarbeit. Denk daran, du bist nicht allein. Dam, 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 dam. Die beiden so grundverschiedenen Architekten der Großen Koalition kommen sich bei aller Reserve näher, politisch und menschlich. Wehner hat bei Kiesinger viele Seiten angeschlagen, die offensichtlich Kiesingers Sympathie und einen gewissen Grad menschlicher Zuwendung erregt haben. Genauso wie Wehner offensichtlich zeitweise fasziniert war von diesem Bildungsbürger Kiesinger. Selten zuvor konnte ein Regierungschef so viele starke, aber auch eigenwillige Minister auf dem politischen Parkett versammeln. Bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben bilden die Gegner von einst manch erfolgreiches Gespann. Etwa die Minister für Finanzen und Wirtschaft, Strauß und Schiller, frei nach Wilhelm Busch auch Plisch und Plum genannt. Diese starke Truppe zu zähmen fordert einen geschickten Dompteur. Herr, ich öffne die Kabinettssitzung. Der Kanzler in seiner Paraderolle. Als Moderator, Vermittler und Überredungskünstler nach seiner Fasson. Er unterbrach dann die Kabinettssitzung und sagte also zum Beispiel zu Franz Josef Strauß, lass mal einen Augenblick rausgehen. Und dann gingen sie raus und das Verblüffende war, dann kamen sie zurück. Und dann sagte nicht Kiesinger, was passiert war, sondern er ließ Strauß erklären. Und Strauß erklärte dann genau das Gegenteil, was er vorher gesagt hatte. Also er hatte eine sehr suggestive Art, Leute zu überzeugen. Am besten im Ländle, ein Heimspiel am Bodensee. An seinem Urlaubsort Kressbronn versucht der Kanzler, die Wogen im Regierungsbündnis zu glätten. Das geht leichter in entspannter Atmosphäre. Abgeschirmt vom Bonner Medienrummel lädt er die Matadore der Fraktionen in sein Feriendomizil. Hier will der Hausherr ihnen Differenzen ausreden, die sich besonders am künftigen Kurs der Ostpolitik entzünden. Der Vermittler bevorzugt vertrauliche Gespräche in trauter Runde. Das war die Methode, in der er arbeitete und in der er versuchte, die Flügel seiner Koalition, die auseinanderflatterten, zusammenzuhalten. Die erste ernste Bewährungsprobe naht im Mai 67. Ein Sendbote aus Ost-Berlin liefert brisante Post im Palais Schaumburg ab. Unangemeldet und zu unserer Überraschung kam ein Bote in Bonn ins Kanzleramt, der dort einen braunen Umschlag abgab und dann wieder verschwand. Das war ein Brief des Vorsitzenden des Ministerrates. Die Fraktion, wenn ich mich richtig erinnere, war damals der Meinung, dass man den Brief nicht einmal annehmen dürfe. Und Vater hat sich dann darüber hinweggesetzt und gesagt, selbstverständlich, der Brief wird angenommen. Neuland für den Kanzlerstab, der Briefe aus der DDR sonst postwendend zurückschickt. Doch jetzt entschließt sich der Kanzler zu einem wohldosierten Antwortbrief. Erstens, Kiesinger weicht Stoff nicht aus, aber kein Treffen. Kiesinger Stoff, wobei sich das Erstere auf diese Weisheit. Kiesinger geht auf Stoffs Gesprächsangebot ein.
Jedes Zugeständnis aber lehnt er ab. Ich bin ganz sicher, dass er innerlich davon überzeugt war, dass der Kurs geändert werden musste. Sowohl nach Osten wie gegenüber der DDR insbesondere. Aber um Gottes Willen nicht so, dass es seinen eigenen Leuten, die er ja mitbekommen musste, wehtat oder für sie unakzeptabel war. Aufbruch in eine neue Entspannungspolitik, um den deutsch-deutschen Austausch zu erleichtern. Doch Kiesinger ist nicht bereit, das Gebiet jenseits der Zonengrenze als eigenen Staat zu akzeptieren. Wir erkennen natürlich, dass sich da drüben etwas gebildet hat. Ein Phänomen, mit dem wir es zu tun haben. Ein Phänomen, mit dessen Vertretern ich in einen Briefwechsel eingetreten bin. Er war ein Schüler von Konrad Adenauer, völlig mit der Westpolitik befasst und von ihr auch eingenommen. Es war ihm alles etwas zuwider, dass man vielleicht mal mit den maßgeblichen Herren, auch in der DDR, für ihn völlig unverständlich, in Moskau reden müsste. Viel lieber redet Kiesinger über Weltgeschichte und Staatsphilosophie. An sonnigen Tagen lässt der Kanzler die Kabinettssitzung schon mal in den Park seines Amtssitzes verlegen. Unter seiner Führung geraten die Regierungsrunden nicht selten zu einem Ausflug in die höheren Sphären der Geistesgeschichte. Ich weiß jedenfalls, dass der Höhepunkt immer war, wenn Herr Kiesinger sich mit Carlo Schmitt über Tocqueville unterhielt. Das war das Buch, das er am meisten schätzte. Und Franz Josef Strauß kam einmal zu mir und sagte, ach wissen Sie, Ehmke, wenn Sie Nägel und einen Hammer mitbringen, bringe ich Hängematten mit. Und während des gelehrten Disputs der beiden Herren können wir uns dann richtig ausruhen. In der Welt der Worte fühlt sich Kiesinger zu Hause. Der Drang nach Bildung war für ihn stets Schlüssel seines Aufstiegs aus bescheidenen Verhältnissen. Er war ein gebildeter Mann. Er war im hohen Maß gesellig. Es war eine reine Wonne, nachts mit ihm sich zu unterhalten, gut zu essen, gut zu trinken. Er konnte mehrere Sprachen. Es gefiel ihm zu glänzen. Das war ihm wichtiger als zu führen. Und das Bild über ihn finde ich treffend. Kiesinger trägt den Kanzler wie einen Hermeliten. Die Karriere war mir mein ganzes Leben lang vollkommen gleichgültig. Ich wollte eigentlich ein Mensch sein, der in dieser schönen Welt sich herumtummelt und möglichst viel von ihr in sich aufnimmt. Und vielleicht, als ich anfing, Gedichte zu schreiben und eine Zeit lang glaubte, ich könnte ein Dichter sein, spielte das dabei eben auch seine Rolle. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Ein bisschen Neid, ein bisschen Mut, an meiner grünen Seite, ja, das wäre gut. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Er war ein Mann, der weniger die Entscheidung im Tagesgeschäft sah, sondern der sie in Zusammenhang stellte mit dem großen Ganzen und mit dem, was ihm politisch-historisch an Vorgängen vor Augen war. Ich wundere mich manchmal, dass ich zu bestimmten Zeiten keine Magengeschwüre bekommen habe, weil ich unter starker innerer Anspannung nun versuchte, die Geschäfte am Laufen zu halten, während er ganz anderen, größeren Gedankenspinnen nachging. Selbst den schlichtesten Vermerk in gehaltvolle Worte zu kleiden, darin liegt der besondere Ehrgeiz des Schöngeistes im Kanzleramt, oft zum Leidwesen seiner Mitarbeiter. Der Kiesinger hat schon dazu geneigt,
von seinen Mitarbeitern nicht zu fordern, was diese konnten, sondern was er selber konnte. Und das war eine gewisse Überforderung. Es war ihm nichts gut genug. Selbst seine eigenen Reden hat er am nächsten Tag als unzureichend verworfen. Und wenn man ihm einen Brief vorgelegt hat, dann hat er 1000 Aussetzungen, 1000 Probleme gehabt. Er wollte einfach nicht unterschreiben, weil er zu gewissenhaft war. Er war ein Perfektionist. Nun, er war natürlich ein schwieriger Kunde. Insofern, er wollte ja nicht nur richtig übersetzt sein. Er wollte auch noch schön klingen. Das war ihm mindestens genauso wichtig. Wenn das zwar richtig war, aber nicht auch noch schön literarisch, dann wurde er fuchsteufelswild. Denn der Kanzler ist um sein öffentliches Erscheinungsbild sorgsam bemüht. Er spielte, wie andere später, sehr meisterhaft mit den Medien. Er war sich seiner Erscheinung bewusst, seiner Stimme bewusst, seines Auftritts. Er war schon jemand, der den Namen Kanzlerdarsteller nicht umsonst bekommen hat. Besonders im Ausland will er eine gute Figur abgeben. Staatsvisite in Washington. Mit dem amerikanischen Präsidenten Johnson findet der weltläufige Besucher rasch zu dem Einvernehmen zurück, das unter seinem Vorgänger gelitten hatte. Großväter unter sich. Spielend erobert der familiensinnige Gast aus Deutschland die Herzen der Amerikaner. Seine über alles geliebte Enkeltochter, deren Familie in Washington lebt, wird in der neuen Welt seine jüngste und beliebteste Botschafterin. Mein Großvater hat mich ganz früh das Froschle genannt, weil ich in meine Wiege war und habe irgendwie so wie ein Frosch gekrabbelt. Und dann hat er mir den Namen gegeben und dann auf einmal, weil ich war immer mit ihm und dann war ich irgendwie das berühmte Froschle. Auch mit dem französischen Staatschef de Gaulle bereinigt Kiesinger zurückliegende Irritationen. Doch sein Außenminister will nicht nur Staffage bleiben. Brandt war für Außenpolitik zuständig, aber Kiesinger dachte, das könnte er nur wirklich besser, hätte er gelernt in früheren Jahren. Also es war schwierig. Vor allem in Sachen Ostpolitik. Einig sind sich beide, den früher gemiedenen Ostblock diplomatisch aufzubrechen. Mit Rumänien und Jugoslawien knüpft Brandt offizielle Beziehungen an. Da hat er den Segen des Kanzlers. Er war im Prinzip für eine vorsichtige Öffnung nach Osten. Brandt wollte ihm zu schnell. Seine eigenen Leute wollten nicht schnell genug. Gemischte Frühlingsgefühle in Prag. Dubčeks Reformkurs lässt die Menschen hoffen auf neue Freiheit und ein Ende des Kalten Krieges. Aufwind verspüren viele politische Sendboten, vor allem in der SPD. Doch der Kanzler sieht den regen Austausch als Gefahr. Viele Politiker reisten in die Tschechoslowakei. Und mein Vater war im Gegensatz dazu der Auffassung, dass man sich sehr zurückhalten solle, um Moskau nicht irgendwelche Ansatzpunkte, Argumente zu liefern, dass sich der Westen da einmischen würde. Die Gewalt der Panzer zerstört den zarten Frühling der Demokratie. Der sowjetische Einmarsch in Prag 68 walzt alle Hoffnungen nieder. Auf eine rasche Verständigung zwischen beiden deutschen Staaten. Ich mache mir nicht die geringsten Illusionen darüber, dass zurzeit die Sowjetunion zu einer solchen Verständigung sich nicht bereit findet. Aber meine Damen und Herren, meine lieben Freunde,
in der Politik und insbesondere in einer solchen Schicksalsfrage dieser Stadt und unseres Volkes kommt es eben darauf an, dass man durchsteht, auch wenn es noch so schwer ist. Das war für ihn eine große Enttäuschung, weil er damit die Ansätze einer weitergehenden Ostpolitik zunächst einmal als gebremst ansah, was ja auch zutraf. Dafür geht es mit der Konjunktur bergauf. Die Große Koalition beschert der Wirtschaft neuen Aufschwung. Nach nur 3 Jahren sind die Staatsschulden getilgt und die Arbeitslosen von der Straße. Der Kanzler erntet die Früchte. Mit über 60% Zustimmung ist er so geschätzt wie Adenauer in seinen besten Jahren. Nur die Jugend sucht sich andere Propheten. Absage an eine Welt von gestern und ihre Repräsentanten. Als der Schah von Persien im Juni 67 Berlin besucht, wird der Staatsgast vom Protest gegen seine Gewaltherrschaft empfangen. Die friedliche Demonstration gerät zur Straßenschlacht mit der Polizei. Während der Unruhen wird ein Student, wenn nur ohne Sorg, von einer Polizeikugel tödlich getroffen. Zündfunke für die Revolte. Aus Trauer wird Wut. Protest zum Lebensgefühl. Utopie zum Glaubensinhalt. Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Lassen wir uns nicht täuschen. Was da vor sich geht, ist das Werk einer auf das Entschiedenste zur Revolution und zum Umsturz unserer gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung drängenden Minderheit an unseren Universitäten. Kiesinger hat hier in seinem Palais gesessen, in diesem Kanzlerpark, und hat nicht begriffen, was da passiert auf der Straße. Und er hat auch nicht gemerkt, wie ihm die junge Generation abgeschwommen ist. Und er hat nicht begriffen, dass sich von dieser jungen Generation aus ein Reformwille manifestierte. Und für ihn waren das Randalierer. Aufruhr zu Ostern 68. Nach einem Attentat auf Rudi Dutschke eskaliert die Konfrontation zwischen Staatsmacht und Studenten. Ich wäre der Erste, der dafür eintreten würde, dass jungen Studenten, die sagen wollen, uns passt dies und jenes nicht und dies und jenes muss anders werden, sie schützen würde gegen jeden Versuch, ihnen den Mund zu verbieten. Wir wollen da, wo es notwendig ist, also da, wo es um die Abwendung dummer, brutaler und ich wiederhole es sogar unappetitlicher Gewalt geht, da wollen wir das Elternrecht wahren, uns hinstellen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Man hatte immer das Gefühl, er beugt sich zu einem herab und hat buchstäblich eine gewisse Herablassung und so eine väterlich-paternalistische Großzügigkeit. Man darf auch mal frech werden. Ne? Aber darum ging es uns nicht. Wir wollten ja nicht nur einfach frech werden. Wir wollten doch, dass sich was änderte. Doch damit laufen sie ins Leere. Auch Massendemonstrationen und breiter Protest können die Einführung von Notstandsgesetzen nicht verhindern, die im Ernstfall die Einschränkung von Grundrechten erlauben. Mit solider Mehrheit im Bundestag trotzt die Koalition der beiden großen Parteien dem Druck der Straße. Gewiss ist die Große Koalition auch eine Art Auftrieb für die APO gewesen, weil durch die Entmachtung der Opposition ein Vakuum entstanden ist. Und in dieses Vakuum hinein hat sich für kurze Zeit eine außerparlamentarische Opposition hilfreich begeben. Vor allem aber lautstark. Keine Notstandsgesetze! Je mehr
Geschrei dieser Art höre, je mehr ich Geschrei dieser Art höre, desto deutlicher wird mir, wie notwendig es ist, in unserem Lande für Ordnung zu sorgen. Dass Leute zu einem Mann, der also ein Staatsamt hat, also nicht mit einem gewissen Respekt aufschauen, sondern ihm in einer zum Teil in der Tat rüden Weise gegenübertreten. Das widersprach also seiner Erziehung, seiner eigenen Lebensart, auch den Erfahrungen seiner Generation. Im Streit mit der rebellischen Jugend ist sein Vermittlungstalent erschöpft. Auch Anfeindungen und Entscheidungszwänge des Regierungsalltags hinterlassen ihre Spuren. Er war ein relativ feinfühliger Mensch. Er hatte nicht die dicke Haut, die man eben auch braucht, um in den Stürmen der Bundespolitik wirklich zu bestehen. Wann immer er kann, kehrt Kiesinger dem politischen Betrieb in Bonn den Rücken. Weg in die Geborgenheit seiner schwäbischen Heimat. Ich kann dort Distanz nehmen. Diese Distanz ist bitter nötig für einen Regierungschef, der während der Woche von allen Seiten gedrängt, gejagt, gehetzt wird. Regieren im Spazierengehen. Auf langen Wanderungen pflegt Naturfreund Kiesinger zu sinnieren über seine nächsten Schritte in der großen Politik. Doch die droht ihn zu überholen. März 69, Wahl des Bundespräsidenten. CDU-Kandidat Gerhard Schröder tritt an gegen Gustav Heinemann von der SPD. Zünglein an der Waage, Scheels FDP, die dem Kanzler eine geplante Wahlreform verübelt. Am Ende verhelfen die Liberalen dem SPD-Bewerber zum Sieg. Herr Dr. Heinemann, nehmen Sie die Wahl zum Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Seinen Wahlerfolg nennt der neue Präsident ein Stück Machtwechsel hin zu einem sozialliberalen Bündnis. Denn im dritten Regierungsjahr hängt der Koalitionssegen schief. Das ist über viele, viele Monate gelaufen. Dass Brandt zu dem Ergebnis kam, ich will nicht mehr mit dem. Kiesinger will schon noch. Die Fraktionschefs mühen sich um Zusammenhalt. Doch die Gemeinsamkeiten sind verbraucht. Da knirschte es ja schon. Ich sehe mich noch da in einer Sitzung sitzen mit der Koalition im Kanzleramt. Ich war auch der Ehmke, murmelte seinen Leuten zu. Streng dich gar nicht mehr an, die wollen uns rausschmeißen. Ich wollte natürlich nicht rausschmeißen, aber wir waren in der Sache unterschiedlicher Meinung. Und das hat sich dann ja auch aufgelöst. Im Wahlkampf setzt Kiesinger alles auf eine Karte. Absolute Mehrheit für die Union. Die Kampagne ist ganz auf den Kanzler zugeschnitten. Es geht um die wichtigste Bundestagswahl seit dem Jahre 1949. Klaren Kuss in diesem gefährlichen Jahrzehnt. Die roten Schreier hier auf diesem Platz, die wissen nicht, was sie tun. Und ich muss leider sagen, dass ich hier sowohl gegenüber der FDP wie gegenüber der SPD meine schwersten Bedenken habe und gar bei einer Koalition der beiden. Doch der räumt er wenig Chancen ein. Am Wahltag setzt der Kanzler fest auf Sieg. Die ersten Hochrechnungen des Abends scheinen ihm recht zu geben. Jedenfalls war zunächst eine Hochstimmung da, die noch erhöht wurde, würde ich mal sagen, als so gegen 7 Uhr oder in der Zeit jedenfalls das Telefon klingelte. Ich habe übrigens soeben einen Telefonanruf von Präsident Nixon gehabt, in welchem er mir zum Ergebnis der Wahl seinen Glückwunsch ausgesprochen hat. Hochgefühle in der Kanzlerpartei. Doch die Freude ist verfrüht. Wir saßen da, kriegten die Ticker reingereicht
Und ich gucke da rein und sehe, dass die Zahl sich verschoben hatte und habe so leise für mich gesagt, oh, oh, oh. Und da hat er mich angefahren. Aber das war auch das einzige Mal. Hochspannung im Wahlstudio. Im Lauf des Abends zeigt sich, dass die Union die absolute Mehrheit um 0,9% verfehlt. Eine Niederlage, die Kiesinger nicht wahrhaben will. Er bot mir noch in der Wahlnacht an, sein Außenminister zu werden. Und ich sagte, aber Bundeskanzler, erstens wissen Sie, ich will nicht in Ihre Regierung, nicht Ihretwegen, sondern ich bin gerne Fraktionsvorsitzender, gedenke, das zu bleiben. Und zweitens, Sie werden die nächste Regierung gar nicht mehr bilden. Im Bundestag werden die Weichen neu gestellt. Anders, als es Kiesinger bis zum letzten Augenblick erhoffte. Die Wahl an. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Der Beginn und das Ende einer Kanzlerkarriere. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end. Der Abschied fällt schwer von einem Amt, für das sich Kiesinger berufen fühlte. Ich bin damals mit ihm durchs Bundeshaus geschlendert und er ging, so habe ich das beschrieben, wie ein Fürst durch sein Palais. Genießt noch mal den Prunk und die Bilder und die schönen Teppiche. Und er hat das als einen Vertreibungsakt empfunden. Vertrieben in die Heimat. Die Bonner Spuren des Vermittlers, sie sind bald verwischt. Doch manchem, was dann kam, hat er den Weg bereitet. In seiner Zeit hat sich die Republik verändert.